Sinter, da kommt eine Menge Arbeit auf uns zu. Recht, Herr Binder. Mensch, Binder, jetzt hast du aber einen Schutzengel gehabt. Dass wir das alle nicht gesehen haben. Das vergesse ich Ihnen nie, Chef. Wir sind ein bisschen unter Stress. Wir haben auch lange nicht einen solchen Windwurf gehabt. Viele Bäume, die hier liegen, die stehen unter Spannung und können jederzeit hochschnellen. Jedes Jahr passieren wieder eine ganze Menge schrecklicher Unfälle. Also seien Sie bitte ganz besonders vorsichtig bei der Arbeit. Alle. Aber Chef, hat dann der Windwurf nicht Zeit, bis wir mit der Pflanzerei fertig sind? Nein, nein, wenn wir den Bruch nicht aufräumen, dann kann sich der Borkenkäfer so stark vermehren, dass möglicherweise der ganze Bestand gefährdet ist. Und das wollen wir doch nicht, oder? Na, also gut, dann packen wir's wieder, Männer. Du, der schaut aber finster. Das bedeutet nichts Gutes. Das werden wir gleich wissen. Guten Morgen, Herr Rombach. Ich wusste, dass ich Sie hier treffe. Ja, ja, am Ort der Verwüstung. Der Zirngebel vom Ministerium sitzt mir im Nacken. Hat der denn überhaupt schon mal gesehen, wie es hier ausschaut? Wenn nicht gleich ausgeräumt wird, dann haben wir auch noch die Presse am Hals. Die Presse interessiert mich im Moment und wirklich am allerwenigsten. Herr Rombach, ich verlasse mich auf Sie. Ja. Ja, ja. Die hohen Herren, die haben's leicht. Ja. Rombach? Ja, Peter, was gibt's denn? Ja, natürlich, ich komm sofort. Es geht los, ich werde wieder Großvater. Ja, sehr, Chef. Ein altes Sprichwort. Auf Regen folgt Sonne. Susanna, schön, dass du da bist. Der Peter hat mich angerufen. Bei Melanie geht's los. Ich fahr sofort hin. Susanna ist immer noch nicht von der Geburt zurück, verdammt. Das ist echt zum Verrücktwerden. Ich weiß schon, warum ich gegen die Hausgeburt war. Wenn wenigstens Susanna da wäre. Die kommt, das ist ganz sicher. Und Martin kommt auch. Oh. Oh Gott. Ich weiß nicht, was. Wann kommt denn endlich die Sonja? Sonja kann doch nichts dafür, dass jetzt zwei Kinder auf einmal kommen. Habe ich gleich für euch mit eingekauft. Weißt du, bei euch geht das Zeug weg wie Schnee in der Sonne. Sag mal, kannst du helfen? Vielen Dank. Du, ich muss sofort zu Melanie. Es geht los. Ich war doch gestern erst noch bei ihr. Da hat sie gesagt, nächste Woche wäre es soweit. Ja, offenbar hat sie sich's anders überlegt. Sie hat Wehen. Das werden Vorwehen sein. Deshalb muss das Baby noch längst nicht kommen.
Du sollst vielleicht den Florian abholen und beim Kindergarten vorbeifahren. Ach, du bist ein Schatz, wenn ich dich nicht hätte. Das wollte ich nämlich gerade machen. Ich hole die beiden dann bei dir ab, wenn das Baby da ist. Ja, wenn es überhaupt heute noch kommt. Ich glaub's zwar nicht, aber man kann ja nie wissen. Vielleicht ist ein bisschen vorwitzig, der kleine Romper. Oh, jetzt geht's richtig los. Oh, das erste Kind braucht immer viel Zeit, Melanie. Das weiß ich aus Erfahrung. Hab keine Angst. So, da bin ich. Oh, Susanne. Wo ist denn die Hebamme? Ja, wenn die nicht bald kommt, dann bringe ich Melanie in die Klinik. So, jetzt kommen Kinder. Die Gäste. Hey, die habe ich ja völlig vergessen. Peter, bleib du mal bei Melanie. Ich mach das schon. Wir können eure Gäste ja nicht wegschicken. Nur weil ihr ein Kind bekommt. So, Melanie, komm, steh auf und lauf rum. Ja, lauf rum, solange du kannst. Und Peter, hilfst du mir bitte? Wir bereiten das Bett vor. Tu das weg. Okay. Herr Grüß Gott. Sie sind sicher die Familie Novak. Grüß Gott. Herzlich willkommen auf dem Bellinghaushof. Und ich bin der Nico. Ja, grüß dich, Nico. Und wer bist du? Ich bin die Christina. Christina. Schön haben Sie es hier, Herr Rombach. Ja, Herr Rombach ist schon richtig, aber der Hof gehört meinem Sohn. Der kann leider nicht. Ich bin sozusagen das Empfangskomitee. Ich will zur Schaukel. Und ich gehe zum Pony. Dann ab, ihr zwei. Der Garten ist wirklich wunderbar. Ja. Herrlich. Nicht nur der Garten. Grüß Gott, Sonja. Sie werden schon sehnlichst erwartet. Das ist so schön an meinem Beruf. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Vinzenz, ich habe den ganzen Tag Zeit für dich. Ich auch. Oh, das ist aber eine Überraschung. Ja, die verdankst du Melanie. Das Baby ist nämlich in Anmarsch. Susanne ist schon hingefahren. So eine Hausgeburt kann schwierig werden. Da fahre ich lieber hin und helfe. Ach, viele Köche verderben den Brei. Außerdem ist es ja noch gar nicht so weit. Nein, nein, du bleib mal lieber hier und spiel mit den Kindern. Und ich koche, gut? Sonst jederzeit, Herr Dallein. Aber heute werde ich woanders gebraucht. Zuerst muss mal das Baby auf die Welt. Das sieht ihr doch ein. Und dann bauen wir eine riesengroße Burg im Wald. Das verspreche ich euch. Und? Der Muttermund ist noch gar nicht auf, das sind erst die Vorwehen. Kann ich dich ein bisschen massieren? Oh ja. Ja? Na, komm. Aber ganz vorsichtig, ganz langsam. Ich halte dich. Ja? Mhm. Auf den Ball. Okay. Danke. Ich halte. Okay. So. Schau mal. Ein bisschen weiter unten. Hier. Und langsam, okay? Okay. So, hier sind die Unterlagen. Kann ich noch irgendwas tun? Ich könnte das Kissen noch mal aufwärmen. Ah, die Kirschkerne? Mhm. Ja, gute Idee. Danke. Du hast aber eine tolle Schwiegermutter. Die kümmert sich wirklich um alles. Holst du mir bitte die Medikamententasche? Ich massiere inzwischen weiter, hm? Stimmt was nicht? Wieso Medikamente? Keine Sorge, alles nur Vorsichtsmaßnahmen. Rein homöopathisch, hm? Angenehm so? Nicht so richtig. Oh, ich bin sowas von aufgeregt. Das ist meine erste Geburt. Du kannst dir irgendwas helfen. Vielleicht will Melanie ja einen Tee. Ah, das ist eine gute Idee. Hm. Ausgerechnet jetzt kommen neue Gäste. Im Moment hat Melanie eine Verschnaufpause. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Geduld. Ich müsste eigentlich dringend weg. Sonja, meinen Sie, ich kann noch mal? Na klar, kein Problem.
Ach, prima. Dann hole ich die Kinder im Schloss ab. Ja, aber kannst du dich vorher noch ein bisschen um die Gäste kümmern? Weißt du, wir müssen die bei guter Laune halten, damit die bleiben. Unsere junge Familie braucht auch dringend die Einnahmen. Na, nicht nur die. Wenn hier keine Gäste mehr kommen, dann kann ich die Praxis auch dicht machen. Sie kommen allein klar, ja? Deus. Na wunderbar. Was bin ich dir schuldig? Lass nur, die stift dich zum freudigen Ereignis. Oh, danke. Lass das gut schmecken. Dankeschön. Wiederschauen. Servus. So, bitte. Wir kommen Sie. Die Verhalter guckt noch nicht durch. Die Bäume, die den Kreuz sind, quer, teilweise noch übereinander. Und wie gefährlich die Aufarbeitung ist, das wissen wir doch noch vom letzten Windbruch. Ich hab's so satt. Am liebsten würde ich den Wald verkaufen. Das verstehe ich, aber dann werfen Sie doch nicht gleich die Flinte ins Korn. Ich hab's zum Kreitmeier gesagt. Wir müssen zum Förster Rombach. Das ist der Einzige, dem noch was einfällt. Ja, das Schlimmste ist der Zeitdruck. Wenn es jetzt bald warm wird, dann fliegt der Käfer. Und wenn er genügend Brutmaterial findet, dann kann der sich wieder massiv vermehren. Bloß nicht. Dann macht es ja noch mehr kaputt. Was werden Sie denn tun, Herr Rombach? Ja, also ich werde versuchen, einen Harvester zu organisieren. Und wenn der bei uns im Staatsforst fertig ist, dann kann ich ihn ja vielleicht an Sie weitervermitteln. Also, so eine Maschine, die kostet irrsinnig viel Geld. Na ja, schon. Aber richtig gerechnet, Herr Greitmeier, also richtig gerechnet, ist die sogar günstiger als Handarbeit. Also sorgen Sie dafür, dass Ihre Waldwege freigeräumt werden und ich sorge für den Harvester. Grüß Gott. Grüß Gott. Noch ein Geburtshelfer? Na ja. Sie kommen gerade recht. Würden Sie so nett sein und den Geburtstag aus dem Auto holen? Vielleicht geht ja dann was weiter. Übrigens, es ist der blaue Wagen, er ist offen. Danke. Geburtstag? Ja, Lagerplätze sind vorhanden und die Abfuhr, die ist auch organisiert. Ich weiß, dass Sie derzeit mit Arbeit eingedeckt sind, aber es ist wirklich ein Notfall. Und Sie haben mir doch schon einmal geholfen. Ja? Ja, das ist ja großartig. Dankeschön. Ich glaube Ihnen ja, dass Ihre Arbeiter überfordert sind. Trotzdem muss das Holz weggeschafft werden. Es geht um jeden Tag. Das weiß ich selbst, Herr Leonhard. Aber meine Leute können nicht mehr als arbeiten. Der Herr Binder, der wäre heute früh um ein Haar verunglückt. Ich werde kein Risiko eingehen und meine Männer gefährden. Morgen früh um 5 geht's los mit dem Harvester. Heute geht wohl nichts mehr, hm? Nein, Herr Leonhard, heute geht gar nichts mehr. Es ist längst Feierabend. Ich habe mir nur gedacht, ich lasse den Harvester heute schon kommen, dann haben wir ihn morgen in aller Früh hier vor Ort. Das ist ungerecht. 2 auf 1. Ihr habt gewonnen. Nein, Schluss, Florian, jetzt ist Schluss. Du, sag mal, kann ich mal deine Hausaufgaben sehen? Ach, nee. Was heißt denn auch nö? Ich hab keine Lust. Hausaufgaben sind stinklangweilig. Also, Florian, so geht das doch nicht. Deine Lehrerin hat angerufen und sich beschwert. Die olle Petze. Dauernd hat sie schlechte Laune. Und die lässt sie an mir aus. Ach, Blödsinn. Sie hat gesagt, dass du im Unterricht Quatsch machst, dass du die anderen damit ansteckst und störst. Keiner will sie, weil sie so kreislich ist. Das ist ihr Problem. Florian, was ist denn los? Du warst doch früher nicht so kompliziert. Doch, ihr habt es bloß nicht gemerkt. Ja, aber warum hast du da nichts gesagt? Hier ist immer so viel los. Ich komme gar nicht richtig zu mir. Ich habe keine Zeit, ich selbst zu sein. Sag mal, wie redest du denn?
Also jetzt. Wir fangen jetzt an. Hm? Ich helfe dir. Brauchst du nicht. Ist kinderleicht. Ja, dann. Katharina. Komm, mein Schatz. Wir gehen jetzt schlafen. Ich will nicht schlafen. Na komm. Dorian, ich schau mir nachher noch deine Hausaufgaben an, okay? Okay. Sie haben mir gute Karten gegeben. Ja, bei hübschen Frauen schmeichelt er sich immer ein. Oh Gott, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich wünschte, es wäre schon vorbei. Obwohl, die Wehenpause ist auch nicht schlecht. Vergiss die Wehen jetzt einfach und versuch dich so lange wie möglich zu entspannen, hm? Vielleicht trinkst du ein warmes Bier und schläfst dann ein paar Stunden. Ja, und unserem Kind? Passiert dem auch nichts? Nein, das tut dem Baby gar nichts. Trotzdem, sie solle sich einen Moment hinlegen. Nur wenn sie müde ist, ansonsten kann sie machen, was sie will. Ich mache jetzt erstmal einen saftigen Stich. Gratuliere. Schätz mal, meine Superkarten haben nichts genützt. Das ist manchmal mit den Wehen ganz genauso. So, und ich werde jetzt mal nach Hause gehen, ein bisschen Schlaf nachholen. Schon letzte Nacht nichts geschlafen. Kannst du nicht vorsichtshalber hierbleiben? Fände ich auch besser. Man weiß ja nie. Mach dir keine Sorgen, so bald geht's sicher nicht los. Und wenn doch, dann habe ich ja mein Handy auf dem Nachttisch. Ich bin in 10 Minuten bei uns, ja? Mhm. Mach's gut. Ciao. Danke. Ich danke auch. Ich bleibe auf jeden Fall hier. Ist dir doch recht. Oh ja, sehr gerne. Weißt du was? Leg dich doch einfach in eins von unseren Gästezimmern. Wir sind ja eh nicht ausgebucht. Und wenn's dann endlich losgeht, dann rufen wir dich. Und ich rufe erst mal Hertha an, ja? Hallo Markus. Hallo Sonja, habe ich schon was verpasst? Nein, nein, das Baby führt uns ein bisschen an der Nase herum. Aber es wird ihm nichts nützen. Morgen um diese Zeit schreit der Kleine schon. Wollen wir wetten? Da halte ich dagegen. An seiner Stelle würde ich mir sowieso etwas Zeit lassen. Ist was? Nein, nein, ist schon okay. Ich muss jetzt heim. Ich fall sonst um vor Müdigkeit. Mach's gut. Mhm. Und sobald das Baby da ist, rufe ich dich an. Versprochen? Versprochen. Geh, Moni, bring uns nur mit rein. Komm sofort. Fisches Nadel, gell? Ja? Also, wenn ich dran denke, wie der Baum zugeschnalzt ist, langsam kapiere ich erst, wie gefährlich das war. Ja, also, diesmal haben wir ihn im Verhau. Da kann nicht einmal ein Rückgepferd wie meine Rosa was ausrichten. Früher hat's ja nicht so pressiert. So, die drei Schnapsal. Dankeschön. Danke, Moni. Da war ein anderes Klima, da war der Borkenkäfer nicht so schnell drin. Außerdem waren wir mit viermal so viel Leute im Wald. Guten Abend zusammen. Ah, grüß Gott, Herr Rombach. Und Chef? Naja, also ich weiß, Sie haben es im Moment ziemlich schwer und jetzt müssen Sie auch noch am Wochenende ran. Ja, es hilft dir nichts. Eine kleine Hilfe gibt's schon. Mit dem Harvester hat's geklappt, der ist schon da. Na, super. Dann können wir es doch schaffen. Ja, hoffentlich. Ja, Köller, Sie können dann morgen früh gleich beim Harvester mithelfen und Sie, Herr Breitkreuz und der Binder. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Servus. Sie können dann schon mal anfangen, mit dem Rückgepferd die Stämme rauszuziehen. Ja, an meine Rosa haben wir auch schon gedacht, Chef. Ja, also dann ausnahmsweise mal morgen früh um 5. Ja. Schlafen Sie ein bisschen schneller. Gute Nacht. Gute Nacht, Chef. Gute Nacht. Also gut, Männer. Dann macht man halt Schluss, gell? Prost. Man von Melanie? Ach so, nichts tut sich am Bellinghaushof. Was ich gesagt habe, das waren Vorwehen, die bringen doch nichts, außer Schmerzen. Komisch, früher wollte ich nie Kinder. Aber seitdem ich Florian und Katharina kenne und sehe, wie sich Peter und Melanie freuen. Ja, so ein Kind, das ist natürlich was Wunderbares. Aber sich ein Kind wünschen und tatsächlich eins haben, das ist ein großer Unterschied. Da heißt es nämlich dann auch manchmal verzichten. Verzichten? Mhm. Ja,
Auf Schlaf zum Beispiel. Oder auf freie Zeit oder auf Unabhängigkeit oder. Ach, könnte ich dir noch viel aufzählen. Das lässt sich doch alles organisieren. Oh, oh. Für so ein Kind muss man möglichst selber da sein. Wer seine Kinder ständig abschiebt, der kriegt irgendwann mal die Quittung. Wo ist eigentlich Vinzenz? Der wollte bei mir die Dusche entkalken. Vinzenz ist unterwegs als Geburtshelfer. Er schläft sogar im Belgenhaushof für alle Fälle. Will um keinen Preis die Entbindung verpassen. Dabei könnte er wirklich noch hier sein. So, wo habe ich das jetzt? Das ist ja. Ich wusste ja, dass ich noch so ein Püppchen habe. Da, schau mal. Na? Das sieht aber auch süß aus. Alles für das Baby. Ja, in erster Linie für Melanie. Sie muss ja jetzt die Schwerstarbeit leisten. Ist bestimmt nicht leicht, so ein Baby zu kriegen. Das sage ich doch die ganze Zeit. Ach, danke. Papa? Danke. Lass mich mit dir aufstehen. Ich möchte die Holzerntemaschine sehen. Ja, da musst du aber ganz früh raus, nicht? Aber morgen ist ja Samstag. Dafür gehe ich auch früh ins Bett. Nur dieses eine Mal, Papa. Ich habe noch nie so einen Harvester gesehen. Doch, den hast du schon gesehen. Dafür muss ich am Samstag in die Schule. Die Lehrerin hat dringend um ein Gespräch gebeten. Am Samstag? Mhm. Was ist denn da los, Florian? Keine Ahnung. Dein Wagen war doch erst ein Jahr alt. Es gibt Dinge im Leben, die kann man nicht kaufen. Und eins davon will ich. Mhm. Victor, ich will ein Kind. Ach so. Deswegen bekomme ich mitten in der Nacht Champagner, weil du ein Kind willst. Ist das denn so abwegig? Ich meine, wir leben zusammen. Wir lieben uns. Wir lieben uns doch, oder? Ja, meistens. Du weißt aus. Du weißt nicht, was du willst. Seit wann weißt du, was du willst? Seit wann weißt du, dass du ein Kind willst? Mir ist es nämlich neu. Das Gefühl war auf einmal da. Oh, Victor. Beate, lass uns morgen darüber reden. Ich hab noch zu tun. Mitten in der Nacht? Der Markt schläft nicht. Dich kriege ich noch. Grüß dich. Servus, grüß. Dann wollen wir hier öffnen. Dann ist es. Ich hole mich. Sag mal, Markus, was schaust du so trübsinnig? Lass mich bloß in Ruhe. Ich mein's ja bloß gut. Ihr habt überhaupt schon lange nicht mehr gesehen, Herrin. Ich will auch einfach nur mein Bier trinken. Ich seh doch, dass dir schlecht geht. Na und? Ja, schau, weißt du, damals mein Christel. Die ist auch abgehauen. Ich hab gelitten wie ein Hund. Aber ich sag dir, das lohnt sich nicht. Glaub mir's. Und was redest denn du eigentlich? Ja, von den Frauen, wovon sonst? Du musst es ja wissen. Na, Bier? Ja. Gut. Der Wald nicht schön, Florian. Doch, Papa, war echt cool, dass du mich mitgenommen hast. Papa, ich möchte Chinesisch lernen. Psst. Darf ich nun Chinesisch lernen? Ja, natürlich. Und Solararchitekt werden? Ja, meinetwegen. Sag mal, wie kommst du denn jetzt darauf? Dann reise ich nach China und baue riesige Sonnenkollektoren. Ja, du, da musst du aber vorher viel lernen. Da musst du erstmal ein gutes Abitur machen. Da musst du Mathematik studieren und Physik.
vielleicht werde ich auch gehen, Forscher. Ach, Florian, seit wann hast du denn diese Flausen im Kopf? Jetzt komm mal wieder runter auf den Boden. Was glaubst du denn, was die Mama heute von deiner Lehrerin zu hören kriegt? Ja, ich weiß. Papa, ich höre ihn schon. Alles bestens, Chef. Boah, ist das krass, was der kann. Leider wieder ins Revier. Und vorher fahre ich noch rasch im Bellinghaushof vorbei. Macht's gut, ihr beiden. Ciao. Ciao, Papa. So, jetzt erzähl mir mal. Was war mit dem Du nicht mehr schlafen, der Junge lässt dir keine Ruhe. Ja, das kannst du wohl laut sagen. Mal tritt er wie ein Fußballer und dann zieht's wieder am Kreuz. Oh. Was sagt denn Sonja? Oh, ich müsste sie einfach nur anrufen, dann kämen sie sofort. Aber ich wollte einfach noch mal rausgehen und rumlaufen, bevor es losgeht. Ja, der Kleine macht sich auf den Weg. Tja, und was machen deine Geburtshelfer? Peter und Vinzenz. Die schlafen tief und fest. Ups. Und das ist auch ganz gut so. Peter steckt mich nur noch an mit seiner Angst. Ich glaube, der ist völlig fertig mit den Nerven. Dabei bin ich doch nicht krank. Ich krieg doch bloß ein Kind. Du bist sehr tapfer, Melanie. Ich bewundere dich. Und ich bin sehr froh, dass du jetzt zu uns gehörst. Du weißt ja, ich küsse Männer nicht so ohne weiteres. Ja, das habe ich nicht vergessen. Ich glaube, wir gehen lieber rein. Ich rufe Sonja an. Versteht sein Handwerk, Respekt. Und so weiter geht's auch bald fertig. Ohne ihn hätten wir eine Ewigkeit gebraucht. Konkurrenz für uns. Ach, sind doch alle hochqualifizierte Facharbeiter. Viel zu schade für so eine eintönige Arbeit, wie sie die Maschine macht. Was machen wir denn, wenn wir mit dem Windwurf fertig sind? Ja. Dann wird's höchste Zeit für die Jungwuchspflege in den Mischbeständen, damit wieder neue, stabile Wälder entstehen. Und dafür braucht man Menschen. Im Wald geht die Arbeit nie aus, Herr Koller. Sie müssen sich wirklich keine Sorgen machen.
Hier, Frau Rombach. Fehler über Fehler. Sehen Sie selbst. Im Rechnen war Florian früher sehr gut. Jetzt ist jede dritte Aufgabe falsch. Er will nicht, dass ich ihm helfe. Dann müsst ihr mal mit ihm üben. Die väterliche Autorität ist doch manchmal ganz hilfreich. Denn Florian ist faul. Einfach faul und frech. Frech? Komisch, das ist gar nicht seine Art. Wenn ich ihm was erkläre, dann hört er zu. Frau Rombach, Sie haben auch nur ein Schulkind. Ich habe 29. Ich kann nicht stundenlang mit Florian diskutieren, da kämen ja die anderen zu kurz. Ja, natürlich, klar, das verstehe ich. Also, was soll ich tun? Ich meine, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben, das sehe ich ein. Florian ist auch so altklug. Er redet manchmal wie ein Erwachsener. Und dann ist er wieder kindisch, bringt mir die ganze Klasse durcheinander. Ein richtiger Klassenkasper. Er hat mir neulich gesagt, dass er sich in der Schule langweilt. Also das hat man gern, sich langweilen und den Unterricht stören. Klar, dass er sich langweilt, wenn er nicht richtig mitmacht. Sie geben sich ja bestimmt alle Mühe, aber ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Wir werden, also mein Mann und ich, werden eine Lösung finden. Wenn Sie meinen. Guten Tag. Grüß dich, Hertha. Grüß Allah. Wo ist denn Katharina? Ach, die spielt drin im Haus. Danke, dass du auf sie aufgepasst hast. Ach, das mache ich doch gern. Na, wie war's bei der Lehrerin? Wenn man ihr glaubt, ist Florian der Schlechteste. Und unerzogenste was? Schüler. Was? Dieses freundliche, aufgeschlossene Kind? Sie hat's gesagt. Sie hat's gerade eben gesagt. Sie macht ihn sowas von nieder. Er stört die Klasse. Weißt du, und Florian sagt zu mir, dass er sich im Unterricht langweilt. Das ist typisch für Hochbegabte. Das liest man ja öfters. Die benehmen sich auch immer unmöglich. Besonders in den Augen von Lehrern, die keine Ahnung haben. Ja, da ist sicher was dran. Aber ich muss unbedingt mit Martin reden. Das glaubt er doch nie. Du, es wird höchste Zeit, dass ich zum Bellinghaushof fahre. Hier, schau mal, sämtliche Zeitungen von heute, damit das Kind später mal weiß, was am Tag seiner Geburt alles passiert ist. Also, du denkst wirklich an alles. Das ist eine tolle Idee. Meinst du, das Baby kommt heute? Ja, wenigstens hat schon zweimal angerufen. Melanies Venen werden jetzt immer stärker. Also, ich muss ja. Tschüss. Tschüss. Katharina! Heute ist Tag. Komm, wir müssen noch mal los. Jetzt ist ja schon langsam wieder Licht. Das Gröbste ist geschafft. Ja. Danke, dass Sie Ihren Samstag geopfert haben. Danken Sie lieber meinen Leuten, dass Sie am Wochenende arbeiten. Und Ihnen danke ich, dass Sie die zusätzlichen Kosten für den Harvester bewilligt haben. Sie haben mich doch gar nicht gefragt. Habe ich das nicht? Entschuldigung, aber trotzdem vielen Dank. Wie habe ich das nur so lange mit Ihnen ausgehalten? Ne? Das frage ich mich auch. Rombach? Ja, Peter. Ist Sonja bei Melanie? Na, Gott sei Dank. Du, wir kommen, sobald Susanna da ist, ja? Toll, toll, toll! Hallo, Papa! Hallo! Hallo, Senta! Kommt jetzt endlich das Baby? Ja, du siehst so aus. Mhm. Jetzt werde ich schon wieder Onkel. Keiner in meiner Klasse ist schon Onkel. Na, siehst du. Und Onkel sind doch ganz gescheite und vernünftige Leute. Hm? Sag ich doch! Hallo! Na? Hallo, Mama! Hey. Wie geht's denn? Hallo, Katharina! Ja. Gibt's was Neues von Melanie? Ja, es wird ernst. Ja, dann sollten wir hin. Das machen wir auch. Wie war's denn bei der Lehrerin? Also ehrlich gesagt ziemlich deprimierend. Sie redet sowas von negativ von Florian. Aber weißt du, was Hertha gesagt hat? Entschuldigung, wir haben Hunger. Hunger? Bei allem Verständnis. Wir haben schließlich Vollpension.
Entschuldigung, du Vinzenz, komm und hilf doch mal, bitte. Hier, tu warmes Wasser in die Schüssel und bring sie mir, ja? Ah, Herr Bieler, ich... Entschuldigung. Können Sie mir nicht ein bisschen helfen? Und was ist mit unserem Essen? So, langsam ein- und ausatmen. Und wenn die nächste Wehe kommt, dann ganz tief Luft holen und festdrücken. Ja, das machst du gut, Melanie. Festdrücken. Super. Und jetzt wieder ganz ruhig atmen. Grüß Gott. Können Sie uns bitte sagen, wie wir zum Ochsen kommen? Ja, freilich. Kommen Sie mit. Sie müssen nur den Weg hier runtergehen, links durchs Tor und die Straße bis zur Kirche. Ist ganz einfach zu finden. Dankeschön. Gerne. Guten Appetit. Danke. So, jetzt kommt, Kinder. Es gibt was zu essen. Ja, endlich. Das hat aber lange gedauert. Toll. Und jetzt nicht mehr drücken. Ganz ruhig atmen. Ein. Und ausatmen. Ja, das machst du super, Melanie. Hörte, mir wird schlecht. Was? Mir ist schlecht. Raus, schnell. Oh, das gibt's doch nicht. Und ausatmen. Männer. Hallo, Lisa. Markus. Wie geht's, Melanie? Ja, ist gleich soweit. Peter hat mich nämlich angerufen. Und da habe ich mich gleich ins Auto gesetzt und... Lisa, wir müssen uns dringend mal unterhalten. Ich weiß, aber nicht jetzt. Grüß dich. Hallo. Hallo, Lisa. Es ist aber schön, dass du aufgekommen bist. Grüß dich. Ja, wegen Melanie. Ach du, die wird sich freuen. Und der Markus erst. Er ist da. Unseren Sohn herzeigen, wenn du willst. Danke. Oh, so, das ist er. Oh, ist der süß. Ja, dann wollen wir doch vielleicht als erstes mal auf den neuen Erdenbürger einen Schluck trinken. Also auf ein schönes, langes, gesundes und vor allem glückliches Leben. Ja. Willkommen, kleiner Rumpa. Prost. Also, jetzt musst du uns aber endlich verraten, wie er heißt. Manuel. Habe ich eigentlich auch so komisch ausgesehen? Ich auch? Ja. Ah, das war jetzt genau das Richtige. Das kann man wohl sagen. So. Geschafft. Melanie schläft jetzt. Tja, für mich gibt's ja heute auch nichts mehr zu tun. Doch. Prost. Also so viele Männer treffe ich selten bei einer Geburt. Und dann noch so angenehme. Sie haben das auch wirklich großartig gemacht, Sonja. Danke. Bei so vielen begabten Helfern, da konnte ja nichts schief gehen.
Sie werden doch bestimmt in der nächsten Zeit hier noch ab und zu herkommen. Also meine Frau und ich, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns mal im Forsthaus besuchen würden. Danke, mache ich gern. So, ich muss jetzt los. Wiedersehen. Wiedersehen. Bis bald. Servus. Ich glaube, ihr habt etwas zu besprechen. Markus. Was soll denn bloß aus uns werden? Lisa, ich liebe dich. Bitte komm zurück. Bleib hier in Küblach. Kommst du zurück? Bist du dir sicher? Lisa, was ist denn passiert? Warum ist Markus weggefahren? Ich habe ihm gerade gesagt, dass ich in Ahrenshoop bleibe. Ach, Lisa. Bitte überleg dir das doch noch einmal. Ich glaube, Markus hat das verdient. Und das bist du doch auch euch beiden schuldig. Ach, Mensch. Du kannst doch nicht beim ersten Knatsch gleich alles hinschmeißen. Ich meine, in jeder Ehe gibt's mal Spannung. Das gehört doch fast dazu. Ja, also Markus hat bestimmt Fehler gemacht, aber er liebt dich, da bin ich ganz sicher. Entschuldigt bitte, aber ich muss jetzt wirklich los. Unsere Mäuse sind im Bett. Ah, was für ein Tag. Ich war noch nie so nah bei einer Geburt dabei. Wie Melanie sich jetzt wohl fühlt? Müde. Auf alle Fälle sehr müde. Hoffentlich kann sie erst mal richtig schlafen. Sie war so stark. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Ich hätte doch ein eigenes Kind haben sollen. Wie siehst du das? Also ich sehe das so. Wenn du eigene Kinder hättest, dann hättest du ja keine Zeit für meine. Außerdem habe ich dir doch alle meine Kinder geschenkt. Reicht das nicht? Doch, doch. Mit 5 kann ich mich schon sehen lassen. Außerdem, irgendwie gehört der neue kleine Rombach ja auch uns. Das werden wir bestimmt bald merken.